Welcome to our InterGeo TV studio here in Essen. Looking back on InterGeo 2022 means many important topics, many main issues for this trade fair. In our studio, I just welcome now Christiane Saalbach. She's the representative of the organizer DVW, and she's also general manager of the DVW GmbH. Christiane, how do you feel about these topics, about the InterGeo 2022 in Essen? Ich möchte gar keine einzelnen Themen hervorheben, sondern vielmehr, die InterGeo-Konferenz hat in diesem Jahr die richtigen Themen gesetzt. Die Innovation in der Geospatial-Branche geht weiter und ich bin fest davon überzeugt, dass die diesjährige InterGeo diese Entwicklung maßgebend beschleunigen wird. Geoinformationen werden zukünftig folgenden Charakter haben. Sie werden autonom sein, sie werden smart sein und sie werden vernetzt sein. Und außerdem sind Geoinformationen auch umweltfokussiert und sehr stark interdisziplinär geprägt. Und ganz, ganz wichtig, sie haben stets den Menschen im Mittelpunkt. Zusammengefasst heißt das, sie sind aus unserem Leben einfach nicht mehr wegzudenken, denn wichtige Entscheidungen werden zukünftig ohne verlässliche Modellierung nicht mehr auskommen. Und für den DVW bin ich ganz besonders stolz darauf, der DVW als Veranstalter, ihm ist es gelungen, sehr viel junges Publikum auf die diesjährige InterGeo hier nach Essen zu holen. Exemplarisch hierfür seien die Pitches der Studierenden, aber auch der InterGeo School Day genannt, bei dem über 70 Schülerinnen und Schüler die InterGeo besucht haben. Kurzum, es hat sich wieder angefühlt wie eine richtige InterGeo. Die InterGeo ist zurück. Konferenz. Und auch Messebesucher sind begeistert und endlich konnte die Nachfrage der Geo-Community nach direkter Kommunikation und unmittelbarem Austausch bedient werden. Die InterGeo hier in Essen hat diese Lücke mit Erfolg geschlossen. Christiane Saalbach, InterGeo 2022 means a big, big success. Now we're looking forward to Berlin 2023. I think you feel the same. Thank you.